to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. Janik, der Krabbel ist noch gar nicht richtig wach, da bist du schon im Stream, hallöchen, grüß dich, guten Morgen. Gleich geht's los, Playstube Cup 2.0. Zweites Rennen steht an, gleich, diesmal nach Amerika schippern, jawohl, bis gleich. Guten Morgen Toni und gute Besserung leider heute, also nicht am Start, aber ich hoffe, es wird wieder. Janik, gestern nach dem Stream musste ich auch erstmal runterkommen, hat auch eine Weile gedauert. Aber es geht weiter, meine Damen und Herren. Playstube Cup 2.0 Community steht an. Das heißt, die Jungs können heute wieder ballern wieder mit dem Golf GTI. Jawohl, yeah! We'll be right back.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, es ist soweit. Krabbel ist schon wieder on. Mein Gott, ey, ist ja ein richtiger Marathon hier. Ich bin gar nicht gewöhnt, so viel zu arbeiten. Nee, in meiner Freizeit. Hallöchen. Willkommen auf jeden Fall. Schön, dass ihr da seid. Ja, Playstube Cup 2.0, zweites Rennen der Community steht an hier in Gran Turismo Sport. Wir haben leider Gottes heute früh noch kurz erfahren, also nochmal Toni, gute Besserung. Er hat ja seine Impfung gekriegt und liegt so ein bisschen um. Und Pat Bone, gute Besserung. Er hatte da auch gestern nach dem Stream noch so viel Aufregung, dass er da doch ein kleines Problem wieder hatte, was er also krankheitsbedingt schon vor da war. Also gute Besserung. Es sieht aber erstmal alles soweit gut aus. Wir freuen uns, dass es ihm gut geht. Und ich hoffe, ja, er kann sich also heute am Sonntag zurücknehmen, zurücklehnen. Und dann kicken wir mal weiter. Ja, Janik, ja, ich weiß auch nicht. Ja, siehst du, alle zwei Wochen ist halt Playstube Cup und ich betone es immer wieder. Ich sag, so wie er jetzt sein wird, wird er nie wieder sein. Aber es ist noch ein Geheimnis. Ihr habt ja schon, wenn ihr die Social Media Kanäle so ein bisschen schon mit überprüft habt oder gesehen habt, es gab schon einen Post. Es wird sich also was Gravierendes ändern. Und das ist, wie gesagt, die Abschiedsparty sozusagen für den Playstube Cup 2.0, so wie er in der Form ist. Und nochmal sei gesagt, alle, die hier mitfahren, werden hier natürlich Preise bekommen. Und nochmal Dank an unsere Partner, nämlich MKS, in dem Fall Alois, und für das Sponsern der Pokale, die Hammer aussehen. Wobei ich die noch nicht richtig mal gesehen habe. Es macht alles Sonnchen. Ich stehe da immer da und sage, von ihr sagt mir, die sehen so geil aus. Ich habe sie noch nicht mal richtig gesehen. So geil, Hallöchen. Und ja, und alle anderen kriegen natürlich was. Und ihr seht, wir gehen jetzt ins Qualifying gleich über. Das heißt, der Krabbe schießt gleich auf die Strecke. Ja, Pink Willow steht an. Wir sehen, ob wir hier mit unseren deutschen Fahrzeugen die Amerikaner zum Fliegen bringen. Qualifying startet. Lasst uns einfach mal rübergehen jetzt. Und ich mache erstmal kurz hier, ja, die Frühshop-Muppe aus hier. So, und dann lasst uns mal rüber switchen. So, machen wir das einfach und gehen rüber. Und jetzt, meine Damen und Herren, wir fangen an. Das heißt, wir haben heute leider zwei Fahrer oder drei Fahrer sogar. Wer ist denn der dritte? Sonnchen. Ich weiß nur was von zweien. Wer ist denn da noch nicht dabei? Aber egal, trotz alledem, wir haben was zu tun. Und für die Community macht es der Krabbel ja gerne. So, das heißt also, wir gehen ins Quali jetzt rein hier. Ich werde mich nochmal einblenden für euch. So, da ist er nochmal. Haltung annehmen, schon wieder gekommen. Jawohl, Haltung angenommen. Guten Morgen an alle nochmal, die da sind. Jetzt geht's los. Playstube Cup 2.0 zum Frühshoppen. Jeden zweiten Sonntag jetzt hier bei uns, natürlich bei der Playstube. Und jetzt heißt es, die Quali-Zeit muss kommen. Und wenn die Quali-Zeit dann gelaufen ist, werden wir sehen. Wir haben ja natürlich hier den Maverick Mike. Ja, und wo ist er? Da fehlt noch einer von den Jungs von RB. War doch drei eigentlich. Mal gucken, vielleicht ist er noch da. Das heißt also, der ein oder andere fehlt noch. Nein, da ist er. Cloud ist auch da. Und das heißt also, mal sehen, ob die Jungs heute hier geschlagen werden können. Ach, die Standardvariante. Also Willow Springs, das überlasse ich, wie gesagt, hier meinem Moderatorenteam. Die haben das Ganze hier sich mit den Strecken ausgedacht. Ne? Also sechs Renntage, sechs verschiedene Länder. Das heißt also, wir besuchen alle mal. Wir kommen also wie offiziell, wie im Reellen, eine Rennserie, die einmal auf dem Kontinent irgendwo unterwegs ist. Sozusagen. Jedes Land auf einmal. Jawohl, schöne Sache. Also jetzt geht's los. Die Jungs fahren sich warm hier auf Big Willow. Und ihr wisst, die Wüstenstrecke hat es in sich. Einmal falsch abgebogen, dann schießt du im Himmel und bist weg. Also gucken wir mal, wie es heute läuft hier beim zweiten Rennen. Hier auf Big Willow. So, gute Besserung der Mutter von HSV-Fan. Was ist mit HSV-Fan? Habe ich was verpasst? So, die Quali-Zeiten kommen so langsam rein. Ihr seht hier, Maverick übernimmt schon wieder mit 1.09.293 die Führung im Moment. Und aber hier, Phoenix, The First Donkey macht hier schon ordentlich mit, nämlich mit 1.09.7
2-0 jetzt im ersten Umlauf. Cloud geht auf die 3. Das heißt also, da haben wir jetzt den dritten Platz. Stutze von den Hafensängern geht hier auf die 4 im Moment. Mike noch auf der 5, aber das heißt noch nicht viel. Müssen wir abwarten, wie es hier weitergeht. Chris Sulami, Hallöchen, willkommen bei der Playstation und beim Krabbel. Schön, dass du mit an Bord bist und hab Spaß heute, alle zwei Wochen. Jetzt, ihr seht, wir sind im zweiten Rennen, also haben wir noch 4 Renntage vor uns. Ne, 5, warte, 10 denn hier. Ne, 4, ist früher Morgen. Ich habe noch keinen Kaffee. Meine Frau hat mir noch ja nicht schon trinken gebracht. Ich bin hier schon wieder völlig hilflos. Verdammt doch mal. Hoffentlich hört sie mich. Also, vielleicht kriege ich da noch irgendwas mal schnell hier rüber gereicht. Also, das heißt, der Mike auf der 5, Rayman geht auf die 6, meine Damen und Herren. Und noch sind es ja ein paar Minuten, nämlich 11 an der Zahl, die dann hier ja noch abgehen werden. Ach so, das wusste ich nicht. Okay, sonst jetzt weiß ich also HSV. Ah, alles klar, dann auf jeden Fall toi toi toi. Es ist ja heute wirklich Sonntag, ist ja wirklich ein verfluchter Sonntag und Krabbel muss ja auch wieder ab Montag arbeiten. Scheiße, das war wieder das Unwort. Aber wir werden gucken und drücken natürlich da die Daumen, dass da alles soweit gut geht. Alois jetzt hier in der Box, Spezi jetzt hier auf Platz 9 mit einer 1-11, 5-6-7 hier dabei. So, dann auf der 10, Jolly Coco. Also das heißt, wir haben... Spezi, ja, guckt ja Jolly Coco an, der will ja wieder schön mal fliegen lernen, aber das hat doch nicht ausgereicht. Schaden hier am Fahrzeug bei ihm. Also leider heute nur mit 10 Mann besetzt, aufgrund dessen, dass es da also gesundheitsbedingt wirklich jetzt auf die Schnelle Probleme gab. Sonst konnten wir, normalerweise haben wir es ja so geregelt, dass dann hier der ein oder andere dann einen Ausweichfahrer schicken muss. Aber das klappt leider auch nicht immer und wir können es uns halt nicht aussuchen. Trotzdem natürlich für die, die an Bord sind, jetzt heute für die Community im Gran Turismo Sportsegment, also hier unterwegs. So, jetzt haben wir also immer noch die Konstellation, dass Maverick hier mit knapp einer halben Sekunde auf der 1 vor Dave steht von The First Donkey. Aber er lässt sich nicht lumpen. Claude hier auch so ein bisschen da hinten dran. Jetzt auf der 3. Also das erste Rennen hat anscheinend den einen oder anderen hier wach gerüttelt. In Monza sind wir als nächstes Mal. Na ja, 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 ja. Da wird es ja dann wieder richtig krachen. Was hast du gemacht? Mir ging es gestern Abend schlecht, weil ich zwischen dem ersten Essen, vielleicht soll das heißen, und dem zweiten Essen mir zu wenig Zeit für meinen Magen gemacht habe. Also das kann ich jetzt noch nicht so ganz deuten. 11 Mann sind da. 11 Mann? Ich habe jetzt nur 10 auf der Strecke gehabt. Also ich kann nur bis zu Nummer 10 drücken. Und ich werde wahrscheinlich der 11. sein, George. Du bist auch noch nicht richtig wach, wa? So scheint es auszusehen. Gucken wir uns mal den Zeitenmonitor schnell an. Wie sieht es denn da aus? Und da sehen wir also im Moment Maverick im Sektor 2 persönlich beste Zeit. Dave im Sektor 2 und Claude hier auch im Sektor 2. Und der Mike hier mit Sektor 3. Also persönlich beste gehen durch, aber wir haben im Moment keinen, der hier, sage ich mal, absolute Bestzeit gefährt. Da müssen wir mal gucken. Ist erst beim zweiten Kaffee. Meine Frau hört mich nicht. Laut deiner Rechnung sind 11 Mann da. Okay. Hey, Grumpy, grüß dich. Ah, Yannick hat sich überfressen. Genau. So, also Maverick und Dave. Das könnte interessant werden, weil Dave kommt so langsam allmählich ran hier. Der heißt also, könnte unter, vielleicht unter Umständen sogar da vorne mitmischen. Wollen wir mal abwarten. Natürlich, das Rennen ist doch dann noch um einiges lang hier. Aber wir warten ab. Wir wollen mal gucken, was da noch kommt. Ach, alles klar, Yannick. Also habe ich es dann schon so richtig im Kopf gedeutet, was du uns hier sagen wolltest. So, der Fürst Donkey jetzt nochmal in die Box, holt sich doch mal was. Nämlich ein paar Schüchen.
Ja gut, jetzt immer noch auf der 3, hat aber auch eine knappe halbe Sekunde Rückstand hier auf Dave. Mal sehen, ob da noch was geht. Noch haben wir 7 Minuten Quali-Zeit. Ja, der Mike hier von RB, die sind dahinter. Und Stutze aber allerdings hier von den Hafensängern kommt so langsam in Fahrt, meine Damen und Herren. Und da geht's auf die 3. Jawohl, jetzt wird gekippt, jetzt wird geklotzt. Und jetzt wird nicht mehr hier wischiwaschi gemacht. Also Spa war bloß so zum Aufwärmen, zum Kratzen. Und jetzt geht's hier also los. Jetzt werden sie also zeigen, was die Jungs können. Die werden also geübt haben. Joha, Router neu gestartet. Alles klar. Und dann hoffen wir mal, dass du bis zum Rennen vielleicht noch da bist. Und kannst du dann noch, wie gesagt, dann wahrscheinlich dann logischerweise von hinten starten. Von hinten, die Letzten werden die Ersten sein. Ja, also gucken wir mal, was noch geht hier. Claude, also auf der 4 jetzt. Die werden sich jetzt also auch so ein bisschen wundern und sagen sich, was ist denn da nicht in Ordnung? Was geht denn nur ab hier? Ja, aber vielleicht liegt doch einfach die Strecke den Jungs nicht. Das kann natürlich auch alles eine Rolle spielen. Aber im Moment hier die Hafensänger mal dazwischen gequetscht und Dave von The First Donkey, der ja auch im letzten Rennen schon sehr stark war. Aber da haben die Jungs hier um RB doch dann das ganze Ding hier, ja, gerissen. Aber das ist das, was wir natürlich wollen hier beim PlayStation Cup 2.0. Das war da nicht so eine extreme, ja, ja, auseinanderklaffende Schere haben. So, Mike auf der 5, Jolly Coco auf der 6 hier. 1, 10, 3, 7, 2. Spezi kommt nun langsam auch in Fahrt auf der 7. Stroker Ace geht hier auf die 8 hier. Der Junge, der hier für Schicki Mario heute an den Start geht, weil Schicki Mario selber heute bei seinem Opa auf dem Geburtstag ist. Oder war und bist noch nicht fahrfähig, sagen wir es mal so. Der Alkoholkonsum war dann doch ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Also, er ist noch nicht ganz fit und schickt den Stroker Ace heute hier in die Spur. Jetzt geht er auf die 9, weil Spezi jetzt auf der 8, Wayman auf der 7. Da gab es also auch nochmal die Konstellation, dass es sich etwas verändert hier. Also, schöne Sache. Es schiebt sich alles durch. Alter, die Hupe hier von der Boxeinfahrt ist auch gut, wa? Da stand bestimmt einer mit so einer Tröte. Wie so, bip! Ja, hab ich auch noch nicht gehört. Oh mein Gott, Alter. So, Alois jetzt hier auch wieder. Hup, hup. Ja, wir sind jetzt also auch dabei, vielleicht nochmal ein, zwei Runden zu sehen. Ja, 1:10. Ihr seht so, hier gucken wir mal, was da noch ist. Also Maverick kann sich so ein bisschen wieder von Dave entfernen, aber viel ist da nicht. Also das ist wirklich sehr eng. Und mal sehen, was Dave in der Lage ist, hier dann ja zu machen. Müssen wir mal sehen. Was, das machst du mit der Tröte? Alles klar. Das machst du. Das kann ich mir sogar bei dir vorstellen. Ich stelle mir gerade so live vor, wie du da stehst. Sehr schön. Claude in der Box auf P3 und auf der 4 der Stutze. Ah, Stutze Baby von den Hafensängern. Also, mal sehen, was Stutze heute noch bringt hier. Ja, insgesamt fehlen ihn da also auf dem Maverick eine knappe Sekunde. Ja, also müssen wir abwarten, was hier mit Maverick noch los ist. 1:09.078. Jetzt hat er nochmal einen rausgehauen, der Junge. Oha, jetzt sind es gleich wieder eine halbe Sekunde hier zu Dave hier. Und ihr seht, der Teamkollege Claude jetzt auf die 3 gerutscht mit 1:09.724. Also auch er hier konnte jetzt Stutze wieder auf die 4 hauen und ist da doch deutlich jetzt wieder etwas zurückgefallen. Aber noch ist er nicht durch, noch kann er das Ding hier machen. Grumpy ist wieder online, sonst kümmere dich mal drum. So, Mike auf der 5. Ah, aber mit Mike scheint heute nicht gut Kirschen essen. Mike ist heute nicht so ganz fit. Fehlt ihm da eine Sekunde. Aber noch haben wir 2 Minuten 50 hier in der Quali zum PlayStube Cup 2.0 heute auf Big Willow. Die Sandbahn und Flugbahn natürlich auch genannt hier im GTS-Segment. Genau, dann kommt das Nudelholz, schon klar, Sonnchen. So, Jolly Coco an der Box. Es scheint also mit P6 ja mehr nicht machbar zu sein. Der Stealth-Modus ist gesetzt hier. Stroker Ace auf der 9. Ja, von The First Donkey. Ja, im Moment eine 10. 5, 1, 3. Alois auf
P10. Die Black Edition sozusagen, aber so schwarz ist er doch gar nicht. Naja, so ein bisschen, also hinten ist er nicht schwarz, aber hier 1:10.593, persönlich beste Zeit, reicht aber nicht, um weiter nach vorne zu rutschen. Da fehlen dann doch anderthalb Sekunden, meine Damen und Herren, bis es dann also doch weiter nach vorne geht. Sonnchen schreibt, also Krabby, geh mal in die Party. Also in die Party, am frühen Shop, sag doch einfach Frühshop. Party hört sich immer so an. Ja. Ja, ich wollte heute übrigens noch schon den Hut aufsetzen, aber ich muss dann mir, glaube ich, dann erstmal mit Ohrstöpseln behelfen, weil mit dem ganzen Kopfhörern ist das ein bisschen doof. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. So, Dave hier jetzt in der Box. Die Jungs gucken nochmal nach seinem Fahrzeug. Road hier jetzt also auf der 3. Das heißt also, Dave von The First Donkeys konnte sich hier zwischen Grätschen, Stutze, ist aber nicht weit weg, meine Damen und Herren, mit hier in dem Fall 1:09.840. Da fehlt zu Claude nicht viel. Also das Rennen deutet sich an, dass es wohl sehr, sehr, sehr spannend hier vorne werden kann, wenn es läuft. Ja, wenn die Jungs hier keine Fehler machen, dann wird das doch sehr interessant hier vorne um P1, P2, 3 und 4. Gucken wir mal. Nach der Quali ist ein kurzer Stopp. Aha, okay. Dann wollen wir das mal so, dass hier Crump auch noch mit rein werkeln kann hier beim Playstube Cup 2.0, meine Damen und Herren. Da, du bist vielleicht eine kranke Socke. Ich soll dir die Position einblenden. Die hat doch Schicki eher. So. Also, Maverick auf der 1, Dave macht den Foto auf der 2, Claude auf der 3, Stutze 4, Mike 5, Jolly Coco 6, Raymond 7, Spezi auf der 8, 9 Stoker Ace und 10 der Alois. Ich hoffe, es reicht dir jetzt. Machst du ein Foto, bist du auf jeden Fall dabei. Was, Janik macht seine Playstation nur selten aus. Okay, ich hoffe, das konntest du jetzt so schnell machen. Danke, hast du. Alles klar, okay. Weil jetzt kann natürlich noch der ein oder andere Platz sich verschieben, weil noch ist hier noch nicht ganz Sense, aber wir gehen mal davon aus. Und jetzt geht es hier schon, ja, in den Sand auf Big Willow. So, das heißt also, es wird sich jetzt so festigen hier. So, German Nightmare ist dem Raum beigetreten. Was? MKS Hammer Time Beast Mode. German Nightmare. Uff. Jetzt kommt aber böse, böse. Jetzt so. Es ändert sich aber, glaube ich, nichts. Ist alles soweit safe jetzt. Das heißt, die Jungs sind durch. Die Platzierung stehen. Sonnchen. Also, wir machen noch einen kurzen Break. Auf dem Grund, dass jetzt sicherlich der Crump hier noch mit reinkommt. Und dann gucken wir mal. 1:10 RBR Mike. Wo ist er? Bleibt auf der 5. Also, da ändert sich nichts weiter. Somit jetzt die restliche Zeit spult runter, meine Damen und Herren. Ja, wer mag sie? Ich mag sie auch nicht, weil ich bin der Abflieger da. Ich habe da so einen Spruch weg hier in der GTS-Community. Wenn Krabbel auf Big Willow geht, dann fliegt er ja ins Weltall. Alles schon erlebt. Da gibt es auch ein Stream-Video von, müsste bei mir irgendwo, also fragt mich jetzt nicht zwischen den ganzen vielen Stream-Videos, relativ am Anfang auf YouTube ist das Ding auch verfügbar, wo Krabbel auf Big Willow ja so abhebt, so kann man gar nicht abheben, war bestimmt auch dann in dem Fall noch bei GTS ein Bug, aber so wie ich da abgehoben bin, schafft's keiner. Ja, die letzte Kurve ist so, die macht erst Beschleunigung und dann macht sie zu. Das ist dann sehr, sehr ärgerlich. Jetzt gibt es noch ein paar, ja, hier habt ihr es gerade gesehen, Startübungen. So, ihr seht also hier nochmal die einzelnen Platzierungen, die sich also nicht verändert haben bis jetzt. So, gibt es jetzt doch ein Rennen oder bricht er ab? Sonnchen hat gesagt, es wird abgebrochen. Warten wir aber trotzdem ab. Weil noch fehlen ja die Jungs hier. Also ich denke mal, es gibt jetzt einen Abbruch, damit die Gaststarter noch mit reinkommen. Irgendwie so brubbeln.
So, wir brechen noch mal ab, meine Damen und Herren. Damit war also die anderen, damit sich die das Feld noch füllt. Ihr wisst, es ist Sonntag früh. Und Sonntag früh bedeutet, jetzt haben wir so, kommt der ein oder andere noch dazu. Jetzt müssen natürlich die Plätze per Hand eingegeben werden. Aber das ist kein Problem für Johnny Coco, unseren Horst. Der macht das schon, weil das Nudelholz steht dahinter und macht. Mein Junge, mach das anständig. So, das heißt also, es wird jetzt gleich dann nochmal losgehen. Jolly Coco, den siehst du hier gerade im Bild ganz oben. Jolly Coco vom MKS-Team ist hier so der Koordinator des Playstube Cups. Also stellt die Lobby, macht also die Lobby-Einstellungen und wird dann natürlich hier auch das Ganze ja managen. Und dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, den einen oder anderen noch dazukommen und da Crump ja den Router neu starten musste, wir hoffen, er ist jetzt wieder online und wird gleich noch zu uns stoßen, dann sollte es klappen. So, aber es sollte Sonnchen alles im Hintergrund so gemanagt haben, dass wir jetzt also gleich die Startaufstellung haben werden. Gehen die Jungs nochmal raus auf die Strecke und dann gehen wir ins Rennen. So, alle beitreten, sagt sie. So. Alle jetzt im Autopilot raus. Jetzt wird sich das gleich dann sondieren. Die Plätze werden also gleich so sein, wie sie jetzt gerade in der Quali waren. Kommst du mit Kilometergeld? Ja, ja, du kriegst ein zweites Nudelholz. Kilometergeld. Weißt du, die fällt gleich daneben, aber ist auch Kilometergeld. Ja, Kilometergeld. Wer steht denn da noch in der Box? Jolly, der muss nämlich jetzt. Scheiße. Ich bin schon wieder am Feiern. Und das am Sonntag früh. Und meine Frau hat nichts zu trinken da. Die hört einfach nicht. Manno! Die ist wahrscheinlich unten bei meiner Mutter. Wieder schnacken. Übrigens nochmal danke an Petbone. Ich habe es ihm zwar schon geschrieben, aber gestern sind die Socken gekommen von Persil. Und was hat natürlich meine Frau gleich gemacht? Meine. Socken von Persil weg. Starterdam, hallöchen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen hier bei der Playstube heute beim Community Cup, nämlich Race 2 von 6. Ja, der Playstube Cup 2.0, die es in dieser Form nie wieder geben wird. Ja, hast du ja auch gepostet. Und du glaubst gar nicht, was hier dann los war mit meiner Frau. Puh, den Wind hättest du nicht abkriegen dürfen. Postet einfach eine Socken bei Discord. Ich so, ja, guck mal meine schönen Socken an. Hm. So, meine Damen und Herren, gleich ist es soweit. Gleich starten wir das Red 2 hier in GTS. Playstube Cup 2.0. Jetzt geht's wieder los. Und alle, die hier mitfahren, die sich also hier offiziell angemeldet haben, werden auch Preise bekommen. Das ist mal was ganz Besonderes. Natürlich nicht die Preise, die die ersten drei bekommen. Und da nochmal einen ganz besonderen Dank an Alois hier, MKS-Team, für. Ja, das machen der Pokale für Platz 1 bis 3, die ich aber noch nie fertig gesehen habe. Leider. Aber die sollen total geil sein. Sonnchen hat sie natürlich dann schon eher gesehen. Und natürlich Petbone für das Sponsoring
der ganzen Preise, die ihr ja am Anfang hier im Stream gesehen habt, die also für alle Fahrer hier gedacht sind. Und darunter fallen auch zum Beispiel Powerbanks, verschiedene Trinkpullen etc., was da alles von Petbone mit in die Waagschale hier geworfen wurde. Wahnsinn, und nochmal danke für diesen Support, den wir hier haben. Hallo Petbone, danke. Na, geht's dir wieder so halbwegs gut? Ich glaube, es ist nicht gut, wenn du dir jetzt das Rennen hier antust. Sonst bist du gleich wieder aufgeregt, und aufgeregt ist doof. Also, nicht, dass deine Frau dann irgendwann hier mich anklingelt und sagt, so geht das nicht weiter. Jetzt komm ich ja mit dem Nudelholz. Aber schön, dass du uns hier kurz hier mal reinschnatterst. Wunderbar. Aber bleib ruhig. Bleib ruhig, mein Sarah. Ja, und keinen Kaffee trinken, ja? Trink Saft oder sowas. So, eine Minute, meine Damen und Herren. Eine Minute bis zum offiziellen Start des Blechstube Cups hier auf Big Willow. Dann geht Krabbel auch aus dem Bild raus. Wir wollen uns hier auf die Fahrer, auf das Rennen konzentrieren. Und jetzt haben wir auch dann die Konstellation wieder für das Rennen hergestellt. Und die Jungs sind heiß wie Frittenfett. Wir wollen sie auch nicht so lange warten lassen aus dem Fokus, den sie jetzt natürlich haben. Ah, aber Maverick, wie gesagt, P1 hier. Aber Dave, wie gesagt, könnte eventuell gefährlich werden heute. Genauso wie um P3 und 4. Ja, der Schütze ist da auf der 4 auch sehr, sehr nah dran. So, muss man ein bisschen im Sand spielen. So, kann wieder. Ja, dann spiel mal im Sand. Ja. Und das Sonnchen bekommt schon wieder Herzklappabrisse. So, Veranstaltung geht los, meine Damen und Herren. Krabbel geht aus dem Bild. Also habt Spaß. Racing Time hier heute. Alle zwei Wochen Blechstube Cup 2.0. Zweites Rennen geht los. Viel Spaß. So, Rennen. Jawohl, jetzt aber. Und wir hoffen, dass wir keinen Startbug haben. Das wäre natürlich jetzt noch das A und O. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, und jetzt geht's also los hier. Und die Jungs gasen jetzt an. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Und hoffentlich gutes Gelingen hier. So, folgt der Start. Dave, Maverick, Claude, Stutze. So, sie sind unterwegs. Wir gucken mal. Es sind alle unterwegs. Wunderbar. Keiner ist stehen geblieben. Es läuft, meine Damen und Herren. Blechstube Cup. Race 2 jetzt begonnen. Maverick kann sich jetzt erstmal absetzen. Super Start erwischt. Aber die Claude hier, Claude auch. Und Dave kommt hier nicht in den Tritt. Ist jetzt auf der 3. Verdammt nochmal. Und Stutze jetzt aber dahinter. Jetzt mit dem Mike hier hinten auch nochmal RB. Aber da müssen wir gucken. Der hält jetzt jemanden auf oder nicht? Müssen wir gucken. Jolly Coco versucht hier ranzukommen auf der 6. Jolly Coco muss jetzt hier mit Druck arbeiten, weil Sonnchen hier auch sich was verspricht. Aber noch ist das Rennen nicht durch. Ihr seht, 60 Minuten gasen wir heute hier über Big Willow. Und hier erstmal im Mittelfeld doch sehr, sehr enges Fahrerfeld. Rayman hier auf der 8 im Moment. Alouis geht auf die 9. Strucker Ace im Moment auf der 10. Und auf der 11 geht es weiter mit A German Nightmare, der hier also das Feld komplett macht. Hier vorne der Maverick schon mal 1,3 Sekunden rausgefahren. Innerhalb einer halben Runde hat er hier uns wieder Punkt, Punkt, Punkt und zeigt jetzt wieder, was wirklich möglich ist. Claude aber auch hier auf der 2. Eine halbe Sekunde ist dort hinter der Dave. Aber wir wissen, der Dave kommt über die Distanz. Der kommt noch. Der wird auf jeden Fall noch seinen Fokus hier finden. Und Stutze auf der 4. Ah, schöne Bildeinstellung hier. Wunderbar, wie sie hier alle durch die Kurve heizen. Sehr schönes Bild. So, jetzt aber wieder in die andere Kameraeinstellung. Und weiter geht's mit Mike hier. Ja, und der Mike, müssen wir mal abwarten. Mike auch ein bisschen jetzt im Hintertreffen hier. Der MBM 1 Mike muss sehen, hier aus Luxemburg die Truppe, was noch geht hier. Weil Jolly Coco ist da jetzt natürlich noch über eine halbe Sekunde hier entfernt. Aber Jolly Coco hat das Nudelholz im Nacken. Und da müssen wir noch gucken, was das Sonnchen hier noch in der Lage ist, mit Jolly Coco zu pushen. Spezi, ja, schmeckt immer gut. Spezi auf der 7. Ah, leichte Staubentwicklung hier. Und auf der 8 mit Strucker Ace. Aber bisher super Startverlauf. Kein Ditschen, kein Knallen, kein daneben benehmen. Wunderbar. German Nightmare bleibt jetzt auf der 9 und auf der 10.
Da haben wir den Rayman jetzt hier. Mit seinem Sonax GTI. Und den 11. Platz macht hier Alois gerade unsicher. Aber alle sind ganz erstmal. Gab sicherlich den einen oder anderen Ausritt schon. Aber es ist alles soweit heil geblieben. Maverick 1,3 Sekunden vor Claude hier. Der eine Sekunde ausfahren konnte zu Dave. Also da müssen wir aufpassen, was noch geht hier. Wir werden sehen, was noch kommt. Aber ein schönes Gespann hier. Und hier, Dave kommt wieder so langsam in Sichtweite. Trotz alledem. Ja, aber der Mike jetzt hier und Stutze. Ich könnte mir vorstellen, dass Stutze sogar so ein bisschen hier aufgehalten wird. Wir müssen mal die Zeiten uns angucken nachher. Aber bei Stutze kann definitiv vom Quali-Segment her war er schneller. Aber ihr könnt also hier sehen, im Rennen, also sprich die Rennpace scheint wieder bei den RB-Jungs hier doch sehr, sehr hoch angesetzt zu sein. Ja, Sonnchen, jetzt machen wir. Wir sind erst im zweiten Rennen. Nicht, dass ihr jetzt schon wieder Angst habt, wir müssen eine Dienstreise nach Luxemburg machen. Sag mal, was ist denn mit dir? So, also Stutze und Jolly Coco. Ja, Jolly Coco jetzt eine halbe Sekunde noch entfernt. Vielleicht kommt er da noch ran. Da ist er gerade im Bild hier. Jolly Coco auf der 6. Aber der Jolly Coco. Mal sehen, was da noch kommt von ihm. Vielleicht auch die Boxenstrategie wird eine Rolle spielen. Ja, Boxenstrategie ist natürlich auch hier in oder auf Big Willow wichtig. Ja, der Spezi ist auch da nicht weit weg hier. Eine knappe Sekunde auf Jolly Coco. Und auf der 8 geht es mit Strucker Ace weiter. Ja, also auf der 8 ist er jetzt. Gemini mehr auf der 9. Auf der 10 geht Rayman und Alois 18 Sekunden leider schon dahinter. Was ist da mit ihm los? Der scheint heute gar nicht hier so zurechtzukommen. Hat er vielleicht Setup-technisch da ein Problem? So, aber jetzt kommt der Red Bull hier. Maverick mit 2,3 Sekunden schon wieder vorne. Meine Herren, wo haben sie denn den ausgegraben? Und die nächste schnellste Rennrunde. 1:09.601. Oh, ist ja fast schon Quali-Niveau. Natürlich ist der Sprit im Moment wenig drin, aber da geht sicherlich noch der ein oder andere. Und Claude hier deckt also seinen Mann hier, nämlich Maverick, gut ab. Ja, weil nämlich Dave hier im Moment keine Sonne sieht hier auf P2. Das geht aber vielleicht über die Boxenstrategie. Da müssen wir abwarten hier. Schöne Kameraführung hier. Schönes S hier, schönes Durch hier. Durch, jawohl, wunderbar. Und Mike, wie gesagt, hält den D-Zug um Stutze auf hier. Aber es muss nicht aufhaltend sein, weil jetzt gerade die Zeit sich wieder etwas, ja, mehr strickt. Das heißt also, Mike ist im Moment etwas schneller unterwegs. Was macht Stutze für eine Zeit? 1:10.481 und der Mike 1:10.172. Das heißt also, er war jetzt auf jeden Fall schneller unterwegs als Stutze. Und Jolly Coco 1:10.427. Ja, Jolly Coco ist etwas schneller als Stutze. Aber das reicht natürlich noch nicht aus, um ranzukommen. Ah, ich sag ihm das mal schnell hier im Stream. Also Jolly Coco, deine Frau sagt, du sollst dich da hinten nicht auf Platz 6 rumdümpeln, sondern du sollst endlich nach vorne fahren. Der wird sich auch denken, Alter, was ist denn mit dir nicht in Ordnung, ey? Ich habe hier schwer zu arbeiten, ich schwitze hier schon. Ja, das Fahrerfeld ist doch recht, recht stark. Gerade hier die RB-Jungs, die hier also wirklich reingrätschen und wirklich gerade wieder schon wieder eine Duftmarke setzen wollen. Ja, und Dave kann der Einzige sein, der überhaupt hier mithält. Aber im Moment sind es ja noch ein paar Rennen, die wir zu fahren haben. Also sollte da noch das ein oder andere gehen hier. Ah, und Stoker. Auf 8 fühlt er sich gerade wohl hier. Hat auch gerade keinen großen Kontakt hier. Also läuft bei ihm auch erstmal so relativ entspannt. Ah, German Nightmare ist da schon 7 Sekunden dahinter. Ja, und dann riecht er wieder wie ein Pavian. Oh mein Gott. Also wenn der Jolly Coco gehört hat, dann gibt es aber eben die grobe Kelle. German Nightmare also hier. Jetzt ins Bild geholt auf P9. Ah, und dann geht es auf der 10 weiter mit Rayman. Der Junge hier. Also doch schon
knapp 3 Sekunden hier auf German Nightmare. Und Alois hier nochmal herzlichen Dank für die Pokale hier auf der 11. Wir haben 2 krankheitsbedingte Ausfälle, die wir auch leider nicht auffüllen konnten, aufgrund der Kürze, in dem sie eingetreten sind. So, der Maverick kann hier immer noch 3,3 Sekunden raushauen. Und Claude hält hier aber P2 und das anständig, weil Dave hier jetzt doch ein bisschen abreißen lässt jetzt hier. Ah, Dave jetzt 1,10, 2,14. Ja, 1,10, 2,14. Was macht Claude für eine Rundenzeit? 1,10, 1,05. Also er kann sich da so langsam wegarbeiten von Dave. So, das heißt Mike, hat jetzt aber gleich ein Problem, glaube ich. Stutze kommt dran, meine Damen und Herren. Aber es reicht nicht aus, um Mike hier in einen Fehler zu drängen. Gleich werden die ersten Boxenstops losgehen hier. Ja, Sonnchen, hörst du auf? Der Ersatzfahrer ist schon schneller als der eigentliche Fahrer. Aber das ist der Playstube Cup. Und wenn die Jungs wenn sie selber nicht fahren können, das also auf jeden Fall vorher schon wissen, die Pflicht hier einen Ersatzfahrer zu stellen. Und wenn er halt schneller ist, ist er schneller. Vielleicht haben wir zum letzten Rennen dann die absoluten Profis hier noch zu sitzen. Nachdem wir da, das kann doch nicht sein, RB hier, das kann doch nicht wahr sein. Die Jungs, die machen hier alles platt gerade. Die wollen abhaben, Eisen. Die wollen natürlich das oder das haben, was nie wieder so sein wird. Die wollen das unbedingt haben. Und mal gucken, ob es aufgeht hier. So, Dave jetzt in die Box gegangen, auf der 5 liegend. Da kommt er jetzt rein hier mit seinen Jungs. Und auch hier Jolly Coco fährt die Box an jetzt hier. Ah, Jolly Coco. Jetzt hier erstmal neue Schüchen verpasst, nochmal ein bisschen Stoff nachgetankt, meine Damen und Herren. Und dann geht's weiter hier. So, aber auch Raymond geht in die Box. Maverick bleibt weiterhin draußen. Unser Maverick hier, der Tiefflieger auf Big Willow. Ah, 4,5 Sekunden hier auf Claude, seinem Teamkollegen, der auch noch eine Runde dreht. Wird aber jetzt gleich kommen, RB. Mike hier auf der 3 jetzt. Und Stutze von den Hafensängern bleibt dahinter jetzt dran. Mit 1,2 Sekunden kann er sich jetzt hier vielleicht den Mike doch krallen. Aber er muss auch jetzt kommen. Das heißt, es wird interessant, was die Boxenstrategie heute hier für Big Willow so rausgibt. So, Maverick steht. Laut steht. Mike kommt rein. Stutze geht rein. Oh, 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 noch ein kleinen Schlenki hier. Da hat er Zeit liegen lassen. Spezi geht rein. Dave jetzt wieder bereits auf der Strecke. Ist durch mit seinem Boxenstopp. Und das heißt, wo wird er landen? Er ist der Erste, der dann jetzt im Groben und Ganzen hier sagen kann, wo er landen wird. Wobei Maverick, Mike, Claude, Stutze. Maverick bereits schon wieder jetzt draußen. Dave, oh, wo pendelt sich ein? Da kommt der Nächste. Und Dave geht wieder auf die 3. Also konnte den Platz halten. Ist aber jetzt wesentlich näher dran an Claude. Wesentlich näher. Vielleicht kann er sich jetzt festbeißen. Also warten wir mal ab, was Dave jetzt hier vielleicht an Höhenflügen entwickelt. Claude, wie gesagt, jetzt hier näher dran an ihm. Mike wieder dahinter mit 3,5 Sekunden knapp. Aber Stutze, wo kam Stutze wieder raus? Gucken wir mal. Eine halbe Sekunde trennen die beiden hier. Und ich muss wiederum betonen an alle Fahrer hier, geiles Racing, was wir hier heute wieder beim zweiten Rennen des Playstube Cup 2.0 zu sehen bekommen. Wunderbar. Es ist nicht langweilig. Im Gegenteil, wenn die Jungs hier sich so ein bisschen treiben, dann haben wir richtig Spaß beim Zuschauen. Und das wollen wir natürlich bei der Playstube. Wunderbar. Schönes Ding hier. Jolly Coco bleibt auf der 6. Wo 3 Sekunden fehlen ihm da. Aber ja, Jolly Coco und Spezi. Spezi sagt, willst du Spezi von mir? Der schmeckt gut. Komm mal, komm mal, komm mal. Du kleiner Jolly Coco. Ich nehme dich aufs Korn hier. Ja, 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 ja. Aber Jolly Coco kann sich jetzt wieder etwas
lösen. Gerade wirklich sehr eng, das Ganze. Also Sonja, du kannst doch nicht zu deinem Mann sagen, er dümpelt da rum. Was ist denn mit dir, ey? Oh Gott, hast du heute Haare auf der Szene oder was? Alu ist auf der 8 hier. Ja, hat aber doch schon relativ abgefahrene Reifen. War natürlich früher an der Box als alle anderen und somit hat er jetzt natürlich die Möglichkeit, hier jetzt auf der 8 zu fahren. Und mal sehen, ob das die richtige Strategie war fürs Rennen. Werden wir sehen. Rayman auf der 9. Ja, hier mit seinem GTI Supersport, VGT, VR 6 Sound, herrlich. So, German Nightmare auf der 10. Also alle erstmal einmal Boxenstopp bereinigt. Eine Dreiviertelstunde Rennpace haben wir noch zu gehen, meine Damen und Herren. Du möchtest so einen traumhaft schönen Pokal. Naja, es klappt aber nicht immer wie beim eigentlichen Playstube Cup. Du siehst ja auch hier, ja, gibt es Leute, die schneller sind als Johnny Coco. Stroker Ace auf der 11. Ja, Stroker von The First Don't Gay. Versucht alles, aber jetzt müssen wir abwarten. Er hat sich wahrscheinlich auch was anderes ausgerechnet, denke ich, aber gucken wir mal. Ja, Maverick schon wieder hier auf Bestzeitkurs. 1:09.585. Hier die schnellste Rennrunde von ihm hier. Herrlich, wie die so ballern da. So klatschen. Sehr schön. Ah, Claude und Dave. Was ist da jetzt los? Wir können es nicht einschätzen. Ich habe so den Eindruck, Claude kann ihn gut in Schach halten. Den Dave hier. Aber die The First Donkey Leute, die sind hier präsent beim Playstube Cup. Nochmal Chapeau dafür. Aber auch RB. Ja, die Luxemburger Fraktion, ihr seht es also vorne. 1, 2 und 4. Das bringt also den ein oder anderen Fahrer hier gerade wirklich ins Schwitzen. Ja, und Mike aber jetzt mit Stutze. Das scheinen so jetzt heute in diesem Rennen auch die Streithähne zu sein. Das heißt also, er lässt den einen nicht wegfahren, den anderen aber auch nicht rankommen. Das ist natürlich trotzdem schön. Dann muss ich meinen Sonderpokal bestellen. Was? Wieso Sonderpokal? Sag mal, ich habe hier... Du kannst doch nicht... Nein! Sag mal! Jetzt ist aber gut. Ah, sonst schon wieder hier... Also wirklich, heute ist er wirklich auf Krawall gebürstet. Sei bloß froh, dass ich noch nicht ganz da bin seit gestern. Nach dem 5-Stunden-Stream. Also, alter Schwede. Das Sonnchen ist hier aber schon wieder am Pöbeln und will hier schon wieder Pokale, obwohl es vielleicht gar keine Pokale für sie gibt. Ah, Spezi. Ja, hat aber Johnny Coco jetzt hier gleich im Nacken. Konnte also aufgrund der Boxenstrategie jetzt hier einen Platz ja, nach hinten gehen, der Johnny Coco. Spezi vorbei. Hallo Sarah, grüße dich. Schön beim Frühshoppen hier heute. Alle zwei Wochen wieder am Start heute. Richtung Cup 2.0 heute auf Big Willow. Wir haben aber noch kein Fahrzeug fliegen sehen. Die Jungs geben sich hier aus. Rechnet richtig Mühe. Keiner will sich hier die Blöße geben. Das funktioniert gut hier. Also, Alois, ein bisschen Staub aufwirbeln. Geht jetzt in die Box rein. Die Reifen werden da nachlassen. Ab geht's in die Box. Die Jungs stehen schon parat. Jetzt muss es schnell gehen. Komm, Alois. Hopp, rein und los geht's. So, jetzt muss er natürlich noch ein bisschen was nachtanken. Aber die Frage ist, wie viel lässt er nachtanken? Noch befindet er sich auf der 9. Er nimmt 4 mit. Ja klar, Sarah, was soll's? Das muss sein. Das war beim Playstube Cup schon immer so. Rüschop, haben wir es früher genannt. So, Maverick kann ja aber von den RB-Jungs. Guckt euch das an, der Junge. Hat jemand Informationen über Maverick, also über das gesamte Team? Ich weiß ja mittlerweile jetzt über solche, dass er auch in der NSL schon mal unterwegs sind teilweise. Aber mir sind sie noch nicht so aufgefallen, die Jungs. Ich bin ja doch ständig da. Claude auf der 2. Aber hier seht Dave von The First Donkeys. Und der ist wahrhaftig nicht langsam, meine Damen und Herren. Der ist wahrhaftig nicht langsam. Aber auch Dave tut sich schwer hier. Aber auch Mike jetzt hier, also auf 4 liegend.
hat heute nicht so ganz Glück, aber das Rennen ist ja noch 40 Minuten lang. Hier auf Big Willow. Und Hafensänger Racing Stutze ist da aber schon da und wird jetzt gleich seinen Anker auswerfen und sich vorne einhaken. Genau, Sonnchen, forsch mal nach. Ich würde gerne ein paar Informationen über RB haben möchten wollen. Wenn sie was rausrücken, heißt das. Ja, Energy Driver, hallöchen. Grüß dich. Schön, dass du auch aufgewacht bist heute beim Frühshoppen. Der Stube Cup 2.0, also das zweite Rennen heute auf Big Willow. Dann geht es in zwei Wochen schon wieder auf Monza weiter. Und wenn der eine oder andere sich fragt, da fehlen heute zwei Fahrer. Das ist richtig. Das ist ganz kurzfristig krankheitsbedingt entstanden. Also da konnten wir auch keinen Ersatzfahrer mehr finden. Leider. Und deshalb haben wir hier nur 11 Mann am Start. Ey, jetzt kommt der Schicki Mario. Wisst ihr, sag mal, warum fährst du dann nicht mit, wenn du hier pöbelst? So, hier hast du es. Ja, zweites Rennen schon, Sarah. Zweites Rennen. Ja. So. Wie sieht's denn jetzt? Gucken wir mal auf die Karte. Was ist hier nochmal? Gucken wir mal hier. Die beiden sind momentan, nämlich Stutze hier, ist hier dran. Aber vorbei ist er noch lange nicht. Ey, guck dir mal Schicki Mario an. Der schreibt da hier auch so wie ich. Weil ich in Brandenburg bin, ey, wisst ihr? Guck dir den an, der ist schon, der ist noch benebelt. Ja, vier Länder, sagt schon, sie kommen noch. Aber heute sind wir erstmal in Amerika mit den VWs. Deutsche Fahrzeuge in Amerika. Jawohl. Der Urvater GTI. Ja, Sarah, kann ich dir ganz genau sagen, weil gerade auch im GTS-Segment die Termine, wann man sowas überhaupt starten kann, doch sehr, sehr extrem Mist-Scheiße sind. Weil die Zeiten, wann die Ligen unterwegs sind, wann die Jungs nämlich hier fahren, ist meistens nämlich schon ausgebucht. Und wir hatten es also auch schon im letzten Playstube Cup auf den Sonntag gemacht. Und das hat eigentlich doch recht gut Anklang gefunden. Und jetzt kommt da ran, der Stutze. Und deshalb haben wir eigentlich den Sendetermin so gewählt und uns dann die Jungs also rausgepickt, die vielleicht sagen, okay, ich kann vielleicht nicht immer Freitag, Samstag abends und ich kann aber mal Sonntagvormittag, kurz vor Mittag, wenn Frauchen Mittag macht, bin ich dann schön hungrig, machen wir es doch einfach vormittags. Und bisher bin ich damit eigentlich ganz zufrieden und es läuft soweit, muss man einfach mal so sagen. Sag mal, Sonnchen, ich bin doch noch gar nicht wach. Haltung angenommen. Kümmer dich mal um Jody Coco. So, wie sieht die Einzelnen? Wir gucken mal schnell auf die Zeiten, wer da wie ballert. So, also persönliche Beste haben wir im Moment auch nicht. Also 1:09.494 ist momentan die Zeit, die es zu schlagen gilt. Ah, Dave kommt da momentan auch nicht mit. Ja, Stutze, sehr nah zusammen die beiden, also wirklich nah. Ja, aber da habe ich ja so keinen Einblick gehabt bei der Ü30. Weil wir haben ja den Playstube Cup nicht als Liga gedacht, sondern als besonderes Event. Und deshalb hier für die Community. Und hier kann, wie gesagt, nur der Fahrer gewinnen. Und nicht das Team in dem Sinne. Natürlich sind hier Teams unterwegs, aber hier geht es um den Fahrer. Ah, schön hier die beiden. Schön, schön, schön. Was macht Spezi hier? Und Jody Coco. Jody Coco kommt so langsam wieder in Fahrt. Das Nudelholz scheint zu fruchten. Also da musst du aber jetzt so langsam mal so wirklich Sonnchen da wirklich Dresche machen, weil bei vier Rennen, die noch anstehen, da muss er sich anstrengen dann noch. Bei diesem Fahrerfeld da vorne wie Maverick und Claude. Und wir dürfen da nicht vergessen, wo ist dann eigentlich hin?
Muss ich mal selber gucken, auf der 4 liegt da, wa? Ja, Mike. Also die sind schon doch eine Granatennummer und vielleicht ist es einfach nur die Strecke, die heute hier den Mike dazu drängen, doch etwas weiter nach hinten gerutscht zu sein. Also Chiki Mario ist ja vielleicht... Das kommentieren wir jetzt nicht. So, Stutze auf der 5 also. Jetzt gibt's Spezi, Jolly Coco. Aber ihr seht, 0,7 Sekunden. Jolly Coco scheint seinen Fokus jetzt zu finden. Das Nudelholz im Nacken scheint zu fruchten. Und mal sehen, ob Jolly Coco sich gleich Spezi hier wiederholt. Aber Spezi schmeckt gut und deshalb muss Jolly Coco schon aufpassen hier. Ja, und Alois auf der 8 kann er sich halten. Wunderbar. Also ich sage mal, die Taktik, die er sich hier gerade zurechtlegt, geht so ein bisschen auf hier. Aber 30 Sekunden auf Jolly Coco ist natürlich ein ganz schönes Holz. Und 2,7 Sekunden auf Raymond, der auf der 9 hier dahinter ist. So, das heißt also die 9. Position für Raymond. Und dann haben wir noch 3 Sekunden dahinter auf P10. Unser Stroker ist der nächste von The First Donkey. Hier wieder ein bisschen Gras und Sand mitgenommen. Und German Nightmare auf der 11 hier. Vom MKS-Team hier. Ja, 44 Sekunden leider Gottes schon aufs Drucker-Eis. Da lief nicht alles rund. Ja, morgen Abend gibt es ja schon wieder weiter. Und Sarah auch wieder am Start morgen Abend. Maverick, also hier 10 Sekunden hat er hier rausgefahren mit dem Boxenstopp. Ach, unglaublich. Aber auch Dave hier jetzt mit knapp 4,5 Sekunden dahinter. Eher nach der Boxenausfahrt waren es noch eine halbe Sekunde. Jetzt schon 4,7. Also die Jungs hier, man hört sie auch kaum im Discord bei mir. Also diese verhalten sich ganz, ganz ruhig, die Jungs. Das ist immer gefährlich. Ja. Hunde, die bellen, beißen nicht, sagt man immer, aber die nicht bellen, die sind gefährlich. Und da scheint sich jetzt bei RB so ein bisschen rauszustellen. Jetzt ist das zweite Rennen und wir sehen schon wieder so die Tendenz der Luxemburger. Wieder 1 und 2 für das RB-Team. Also um P3 wird es spannend, gehe ich von aus. Jetzt in dem Moment, wie man es jetzt so betrachtet. Aber was mit 1 und 2 wird, sieht in momentaner Situation nach dem zweiten Rennen dann vielleicht doch sehr nach RB aus. Die rasende Wildsau, genau. Das meine ich auch, das verstehen wir alle, rasende Wildsau. Aber der Maverick hier, ja, nicht umsonst hat er vielleicht den Namen, ne? Was war das, Sonnchen Top Gun oder so, war? Was war das, 14? Puh. Ja, so schnell ist er auch, ja. 30.000 Kilopoint Schub pro Triebwerk, glaube ich, haben die Dinger. Da wird es ja nicht im PS gemessen, sondern in Kilopoint bei den Triebwerken. Und 30.000 Kilopoint pro Triebwerk. Und so sieht das gerade aus hier. Also er hat hier irgendwie seinen VW Golf 4 GTI Supersprint doch so frisiert. Genau, Mr. Top Gun. Hat er denn auch den Hut dazu auf? Muss man da ja mal gucken. Sieht man jetzt natürlich schlecht. Kann ja sein, dass es so sein Markenzeichen ist. Also Dave jetzt aber und Mike, jetzt sind die wieder hier richtig dran. Jawohl, jetzt geht's wieder ab hier um P3. Oh, Dave kommt weit raus jetzt hier. Oh, jetzt kann er sich halten. Oh Gott, jetzt macht er doch. Macht er zu. Jawohl, er versucht's. Also Mike konnte es nicht nutzen hier auf der 4. Aber das wird noch enge. 30 Minuten haben wir noch. Uha. Ja, aber ihr seht ja, der Cavallino vorne hier bei Mike drauf, der freut sich. Der grinst ein. Ja, so wollen wir das. Ja gut, aber das passt ja jetzt momentan, Sonnchen. Ja, es passt ja. Weil er ist ja vorne Einzelgänger. Ah, schöner Kampf hier. Gefällt mir gut bei den beiden hier. Aber dann kommt Stutze wieder in Richtweite. Also auch Stutze hat jetzt den Vorteil, damit hier
Dave und Mike sich bekämpfen. Um Platz 3 kommt Stutze dazu. Wieder der Angriff hier von Mike. Uah. Was kann Stutze jetzt machen? Jetzt hat er natürlich den Vorteil, der Dave eventuell gleich, wenn Stutze rankommt. Aber das war es dann schon. Stutze nehme ich jetzt in der Box. Und Dave auch. Somit Mike jetzt erstmal wieder auf der 3. Mensch, da habe ich mich gerade so richtig schön aufgewärmt. Und was passiert? Dann fährt er hier auf die 3 jetzt aufgrund des Boxenstopps bei Dave und Stutze hier. Für die Coco 13 Sekunden dahinter. Also Dave in der Box, Stutze in der Box. Lässt sich abfrühstücken. Und Maverick weiter hier vorne mit 13 Sekunden vor Claude, seinem Teamkollegen. Dein Göttergatte ist auf P6 vorgedümpelt. Ja, jetzt ist er auf der 4 sogar, aufgrund des Boxenstopps, aber da muss er ja auch noch hin. Das heißt also, das wird leider vielleicht so nicht bleiben bei 11 Sekunden auf Dave hier, der jetzt wieder auf der 5 rausgekommen ist und Stutze dahinter. Oh, was ist denn hier los? Überrundung von Alois müsste das sein, oder? Oder war es German Nightmare? Müssen wir mal schnell gucken. Ah, German Nightmare war es hier vom MKS-Team. Wurde jetzt gerade überrundet hier. Und Dave kann weiterhin hier auf P5 bleiben, aber nur noch 10 Sekunden auf Jolly Coco. Jolly Coco natürlich jetzt schon aufgrund, dass der Boxenstopp gleich gemacht werden muss. Hat natürlich ein schlechteres Material. Die Reifen sind nicht mehr so, ja, die besten gerade. Hier natürlich jetzt neues Material und anpacen. Aber im Moment die Luxemburger Fraktion 1, 2 und 3. Nehme ich Maverick, Claude und Mike. Ja, im Moment sieht es wieder nach Dreierkonstellation aus. Déjà-vu fast schon. Aber ich denke, Dave hat da noch was im Kecher. Genauso wie Stutze vielleicht. Mal sehen, was Stutze noch hier bringt. Auf jeden Fall konnte er sich hier dem Abstand her vom Boxenstopp her halten. Und das bedeutet, mal sehen, wo es noch hingeht hier. Ah, Mike noch nicht ganz fertig, aber das Material wird auch schlechter hier. Jolly Coco 14 Sekunden, warten wir mal ab, aber Jolly Coco hat auch schon Materialtechnik. Ihr seht, der fährt hier eigentlich nur noch auf dem blanken Gummi. Da ist kein Grip mehr vorhanden. Ja, und ihr seht es auch hier im Big Willow. Vorne, in dem Fall gerade, wenn ihr sitzt, vorne links ist der Reifen mehr in Mitleidenschaft gezogen als vorne rechts. Aufgrund der Kurvensituation hier. Da wird der Reifen natürlich hier, ihr seht es gerade, mehr beansprucht als hier der innere. Jetzt geht es in die Box mit Jolly Coco. Und Mike und Claude, die sind auch drin. Was kann Dave machen? Dave, wo ist Dave? Dave kommt jetzt auf Start und Ziel. Claude ist wieder raus. Dave, mal sehen, ob es die 3 bleibt. Was macht Mike? Jolly Coco, wie gesagt, mit Mike in der Box. So, Stutze geht auch noch vorbei. Sauber. Somit Dave und Stutze jetzt vorbei an Mike. Das lässt hoffen, zumindest um P3. So, die Coco steht noch. Jetzt kommt er wieder raus. So wie es aussieht, bleibt er auf P7. Da, wo er vorher schon war. Ja, mach das, Sönchen, mach das. Also Dave konnte hier den dritten Platz halten. Stutze dahinter. Stutze hat natürlich jetzt den Nachteil oder den Vorteil für Dave, hier den Puffer zu spielen. Weil Mike ist hier natürlich nicht weit weg. Der wird jetzt mit frischem Material wieder pacen können. Ihr seht von den Zeiten her, 10er Zeiten, 11 tief. Also ganz, ganz eng. Und wenn wir das bei Stutze betrachten. Oh, Stutze, aber jetzt mal schnell eine 1.09 geprescht hier im Windschatten wahrscheinlich. Aber sonst auch 11er und 10er Zeiten. Also es ist ganz enge hier um P3 auf definitiv. Also P3 ist hier heute beziehungsweise wahrscheinlich hier beim Playstation Cup so das Ding. Wer wird sich hier den Pokal für 3 holen hier nach Ende dieses Events hier beim Playstation Cup 2.0? Ah, der Mike aber jetzt 1,1 Sekunden dahinter. Ah, schönes Ding hier.
Aber noch ist er dahinter. Spezi auf der 6, 6,5 Sekunden, die dort auf Mike jetzt fehlen. Jody Coco 9 Sekunden dahinter nach seinem Boxenstopp. Ja, Maverick jetzt in die Box gegangen. Gehen wir mal drauf. Arbeitet die Boxencrew, die ist schon fertig. Ja, er steht jetzt noch, nimmt sich jetzt natürlich das, was er braucht. Und ab geht's wieder auf die Strecke. So, da war es eine Überrundung. Jawohl, der hat sich zurückgerundet. Und jetzt geht's weiter hier für Maverick. Zeit regelt sich jetzt bei ca. 10 Sekunden ein, den er auf Claude hier hat. Und Dave 7, 8 Sekunden dahinter und bloß noch eine halbe Sekunde auf Stutze. Aber Mike da hinten scheint im Moment in dem Fenster anderthalb Sekunden zu bleiben. Bedeutet, müssen abwarten, was Mike noch macht hier. Vielleicht kommt er hier auf die letzten Minuten nochmal. Ja, wir müssen nochmal abwarten, wie lange die Technik, die Reifen halten hier. Aber ich denke, da wird nochmal was kommen. Spezi hier auf der 6, nicht einsam und alleine, aber Platz 6 ist auf jeden Fall schon mal ein sehr annehmbarer Platz. So, die Coco im Moment hier auf Willow Springs doch nicht wirklich seine Blütezeit. Ja, normalerweise, also ich sage ja, noch ist er ja der amtierende deutsche Meister, glaube ich, ne? Jody Coco? Jetzt helfen wir mal auf die Sprünge. Ja, doch, muss er. Vom ersten Playstube Cup. Rayman auf der 8. Und auf der 9. Strucker Ace. Du hast Bremsen. Naja, dann kannst du aber schön auf Willow Springs fliegen hier. P10 wollen wir nicht vergessen. German Nightmare. Vizemeister. Ach so, okay. Vizemeister ist er noch. Vizemeister. Aber ist er nur noch, ja? Vizemeister. Alois hier. 9,8 Sekunden. Der Rayman jetzt in die Box gegangen. Auf P8 liegend. Die Jungs sind bereit. So, Reifen sind gewechselt. Jetzt wird nochmal Sprit nachgetankt und dann geht zu Rayman wieder raus hier. Sollte eigentlich für P8 reichen. Gucken wir mal. Ab geht's wieder auf die Piste hier. So, bleibt auf der 8. Hallo Sven, grüß dich. Guten Morgen, aufgestanden, ja? Super. Maverick, weiterhin hier von RB auf die 1. 11 Sekunden schon wieder. 10 Sekunden war es eben. Jetzt schon wieder auf Claude 11. Und Claude 7,5 Sekunden auf Dave 4. Ja, und Dave kann sich jetzt auch ein bisschen absetzen, meine Damen und Herren. Stutze kommt da nicht ganz mit gerade, aber auch Mike nicht. Also hier muss man sagen, der Mike heute vielleicht nicht in Bestform. Aber vielleicht wird es ja noch was. 25 Minuten haben wir noch. Hier heute im zweiten Rennen des Playstation Cup 2.0 auf Big Willow. Aber wie gesagt, alles sauber. Wir können also, Betonung liegt, wenn das so weitergeht. Da haben wir schon wieder für die Rennleitung eigentlich nichts zu tun. Was uns ja freut, um Gottes Willen. Wir wollen ja gar keine Strafen verteilen. Aber bisher wirklich, die Jungs führen sich. Die Fahrzeuge laufen rund. Bis jetzt nicht mal ein einziger Ausritt. Wir haben noch gar kein Auto fliegen sehen. Das ist ja unnormal. Also wirklich. Niveautechnisch also hier aller fein. Aller Dekar. Puh, wunderbar. Boah. Spezi. Hat bestimmt ein paar Spezi-Flaschen dabei. Ja, und Jody Coco findet heute kein Mittel, also auch schon im letzten Rennen. Also irgendwie muss Jody Coco dort, ja, noch ein bisschen was machen hier. Also mit sich kann er definitiv nicht zufrieden sein. Aber wie es so ist, ne, wenn also quasi der Playstube Cup 2.0 das Niveau so zulässt, sind die Jungs hier teilweise schneller als Jody Coco. Und das schmeckt ihm bestimmt nicht. Rayman auf der 8. Ja, Stoker Ace, nochmal danke an ihn. Er ist hier eingesprungen für Shikimario. Die First Donkey Leute hier mit am Ballern. Wunderbar.
Ah, leichtes Heck hier bei Stoker Ace. Da haut er dem Mobil aber richtig um die Kurve. German Nightmare hier von MKS auf der 10. Und Alois macht P11 unsicher. Ach so, das darfst nur du. Alles klar. Dann werde ich es dann unterbinden. So, Alois hier eingefangen. Also nochmal hier. Der Mann, der die Pokale, ich würde schon sagen, baut sogar. Ja, also so sieht's aus für P1 bis 3. Alois hier. Also in seinem VW GTI Supersport. Ah, 5,5 Sekunden da auf Nightmare. Maverick weiterhin hier am Pacen. Kommt jetzt so langsam an die Überrundungen ran. Lass uns doch mal einen kurzen Moment hier mitnehmen. Ich zünd mir erstmal ihn an hier. Habt ihr gesehen, wie der die letzte Kurve geschnitten hat? Das geht. Ah, jetzt geht's vorbei. Und schon ist er durch hier. Aber der fährt ja, ich muss ja mal die Linie angucken bei dem Junge. Was der hier eigentlich anreißt. Ah, geht immer spitz rein. Ja, versucht hier wenig zu lenken. Hier lässt er gut rollen. Auch ganz gefährliche Stelle hier. Über die Kuppe rüber. Ja, lass uns mal kurz hier bis zur Startzielgeraden mal mitfahren hier bei Maverick. Ja, und wie ihr sehen könnt, hier mit seiner Bremse. Ja, aber ja, da geht mir doch so ein kleiner Klicker auf hier. Ich habe mir gerade mal auch die Bremse angeguckt. Sehr, sehr interessant, der Junge hier. Da erinnert mich so an meine Fahrzeiten. Okay, also Maverick hier sauber unterwegs. Vor allen Dingen, was also auch ersichtlich war, er überbremst nicht, definitiv nicht. Er nimmt nur so viel Bremse mit, wie sein muss. Ja gut, Profi-Rennfahrer kann ja hin oder her, kann ja sein. Aber du weißt ja selber, Profi im wahren Leben bzw. im E-Sports-Bereich sind ja wieder zwei verschiedene Schuhe. Es gibt nur wenige Fahrer, wie Max Verstappen zum Beispiel, ja, die also auch im E-Sports-Bereich recht zügig unterwegs sind. Die also beides können. Und aufgrund der Corona-Krise habt das ja selber alle live mitgekommen. Da sind ja doch viele da mal in den E-Sports-Bereich gewechselt. Ah, Überrundung. Nächste steht an hier für Maverick. Und da siehst du also den Unterschied, dass dann doch viele vielleicht nicht damit klarkommen, weil ihm einfach das Gefühl im Hintern fehlt. Ja, und wenn du rein aus dem E-Sports-Bereich kommst und mit deinem Fahrzeug hier donnerst, dann gehst du auch mit der Karre ganz anders um, ne? Weil so ein richtiger reeller Rennfahrer denkt ja auch dran, ich meine, so ein Rennwagen kostet ja richtig Schmotter. Also wir reden ja da nicht über 20, 30 oder 50.000 Euro, sondern das Fahrzeug an sich kostet vielleicht schon 100.000 Euro. Und dann kommt der Umbau, je nachdem, was du nimmst, GT4, GT3 noch dazu. Und da bist du ganz schnell mal locker bei einer halben Million teilweise. 350 bis 400.000 ist da keine Seltenheit. Und dann hast du erstmal El Bolide da. Und den musst du natürlich um die Strecke hämmern und gleichzeitig sehen, dass die Karre ganz bleibt. Es ist also dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und hier im E-Sports-Bereich, ja gut, wenn du dann einschlägst, bist du zwar kaputt, gehst dich reparieren, bist wieder da. Die Sophia Flanche, ja, okay. Ja, wie gesagt, also je nachdem, es gibt die einen, die können das gut umsetzen, es gibt die anderen, die können es nicht gut umsetzen, aber viele Rennfahrer, das wissen wir auch, bereiten sich natürlich auf die Strecken teilweise, auf die Bremspunkte auch virtuell vor und fahren dann auch mal virtuell diese ganze Geschichte mit. So, wir gucken trotzdem mal weiter. Maverick haben wir jetzt genug drin gehabt beim Überrunden. Ja, Dave bleibt auf der 3, aber Stutze ist da, nämlich nur noch eine halbe Sekunde dahinter.
Aber ihr seht, Mike kann die Pace gerade nicht mitgehen. Also hier sehen wir dann doch jetzt so kleine Einbrüche. Das heißt hier RB Mike auf der 5 liegen, kann die Pace im Moment nicht mitgehen. Und das heißt also, entweder ist er selber nicht fit oder er mag die Strecke nicht, wie manch andere auch. Spezi jetzt wieder in der Box auf P7 liegend. Jolly Coco übernimmt somit wieder P6. Ja gut, das kann ich nicht einschätzen, Toni. Das kann ich nicht einschätzen, weil ich die Dame ja selber noch nicht fahren sehen habe. Ja, aber Mike wird sich hier gerade so ein bisschen ärgern, glaube ich. Der wird Frust schieben. Ja, und Jolly Coco hat aber 17 Sekunden hier, die ihm da trennen auf P5. Ja, wobei, wie gesagt, ich habe momentan ein gespaltenes Verhältnis zu DTM, weil DTM ist GT3. Ja. Und damit komme ich jetzt gerade gar nicht klar und momentan gucke ich DTM auch nicht. Weil ich stelle mir unter DTM was anderes vor. Dann kann ich auch ADAC GT Masters gucken. Das gleiche. Deshalb ist es für mich gerade ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Spielt sie auf der 7. Ja, aber der Spezi, der fährt hier sein Rennen. Aber schön, wie die Reifen arbeiten, meine Damen und Herren. Die sind hier echt brutalo. Gehen hier echt in die Knie. So, aber wir haben jetzt die Platzierung hier hinten auf jeden Fall erstmal so weit fest. Es sei denn, das kommt noch der Überflieger. Rayman auf der 8, Drucker Ace 9. Ja, er kriegt jetzt gerade hier noch blaue Flaggen geschwenkt. Da ist dann der nächste, die nächste Überrundung. Und Alois auf der 10. German Nightmare, ihr seht es gerade in der Box. Und versucht jetzt wieder alles, um dann wieder gleich ins Geschehen eingreifen zu können. Und da ist ja schon nur noch eine Viertelstunde, Sonnchen. Was ist denn da los? Alter, ist ja schon wieder gleich vorbei. Nur so was aber auch. Aber es zeichnet sich wieder ein Start- und Zielsieg ab. Maverick scheint sich P1 wieder nicht wegnehmen zu lassen. Der Junge möchte hier die maximalen Punkte haben. Claude genauso. Ja, wir hängen noch 3 Stunden an. Ja. In die Box. Claude geht in die Box, meine Damen und Herren. Und da war sonst jetzt Hupe. Hab ich schon einen Frosch im Hals? Hab immer noch nichts zu trinken. Verdammt. So, Schutze ist auch rein. Ja, und Dave geht auch in die Box. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob Stutze seinen Vorsprung auf P3 ausbauen kann. Oder ob es da nochmal eine Verschiebung gibt. Hier, jetzt erstmal hier der führende Maverick. Nee, Claude war das. Maverick ist schon wieder draußen. Das ist so schnell kann es gehen. Also Maverick draußen wieder mit 42 Sekunden jetzt mittlerweile schon Vorsprung auf Claude, seinem Teamkollegen. Also die Luxemburger. Uiuiui, und Mike hier jetzt auf der 3. Guckt euch das an. Oh Mann, oh Mann. Was ist hier los? Gab's da ein Problem? Das kann doch gar nicht wahr sein. Mike war 2,5 Sekunden dahinter. Die entspannt die ganze Zeit. Und Jolly Coco auf der 4 hier. Oh mein Gott, Jolly Coco muss aber gleich nochmal rein. Das Sonnchen freut sich, aber nur kurz, weil nämlich Stutze jetzt hier nämlich angreift. Ja, und Dave hat es völlig verkackt. Was war da los? Hat er da geschlafen? Ja, Jolly Coco wird jetzt aber nicht lange was gegensetzen können. Glaube ich nicht.
Oh, trotzdem, er kämpft, ist nun mal sein Platz gerade. Er kämpft, jetzt aber geht's in die Box. Und Dave jetzt also, wo ist er? Dahinter. Ja, und Dave, was ist da schiefgelaufen? Oder einfach taktisch gesehen, hier die Taktik wieder von den Luxemburgern besser. Also, so ging's mal ganz schnell. Wir hatten gedacht, oh, Maverick an der Box, was ist da los? Ach so, ja, war noch nicht. Ich habe Claude war in der Box. Ich habe schon gedacht, Maverick war, jetzt geht er. Also wird sich dann wieder so bei 13 bis 15 Sekunden einpegeln hier vor Claude. Wo ist er? So hat auch hier Rennen weich mit drauf, der Claude. So, Maverick steht noch. Jetzt für Claude jetzt auf Startziel. Jetzt ist er wieder raus hier, Maverick. Warten mal, bis die Zeit sich da wieder nullt hier. So, Maverick auf der Strecke. Mike, wie gesagt, 3,3 Sekunden vor Stutze hier. Da bin ich ja mal gespannt, ob jetzt in die letzten 10 Minuten noch was geht für Stutze hier. Die Sehne natürlich hier auf der langen Geraden. Und Dave hier, ja, irgendwie völlig verkorkster Boxenstopp. Da hätte er eigentlich vor ihm bleiben müssen. Eigentlich ist aber auch wieder eine Einstellungssache, eigentlich. Genau, kurz vorm Herzkasper hier. Also hier im Mittelfeld ständig wechselnde Positionen. Vorne die Luxemburger schon wieder auf und davon jetzt. Und Mike konnte es nutzen. Gerade noch, wie gesagt, hinter Stutze und Dave und jetzt schon wieder vor ihn. Und wenn wir jetzt noch mal gucken, wenn wir Stutze vergleichen und Mike, wo ist er? Ja, eigentlich haben die identisch. Ja gut, und weiß ich nicht, was er vorher noch im Tank hatte. Aber es war eigentlich identisch vom Tankinhalt her. Janik. Bin noch da, noch nicht eingeschlafen. So. Also hier müssen wir abwarten. Aber jetzt kommen sie so langsam. Stutze ist am Anrollen. Und auch Dave. Dave treibt so nach dem Motto. Komm, 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 Junge. Komm, jetzt muss es aber. Jetzt muss es gehen hier. So, Mike also jetzt gleich wieder unter Druck hier. Also es scheint definitiv heute nicht seine Strecke zu sein. Also Mike verliert zu viel. Die Luxemburger Crew wird wohl eventuell nicht komplett auf dem Treppchen stehen. Genau, dass ich mitten im Sand sitze. Krieg den ganzen Dreck jetzt immer ab, weil ich immer drauf sitze hier. Einatmen. Jawohl. Sonnchen einatmen. Oh, er hat aber auch Probleme, der Mike. Der hat Probleme. Das wird nicht mehr lange dauern. Ah, Dave da hinten zu sehen. So, also Mike, streng dich an, weil sonst geht's in die Hose. Ah, Stutze jetzt hier, zweiter Frühling. Aus der Heckansicht hier von Mike. Aber gut, er muss es ja nur halten. Vorbeifahren ist ja nochmal eine andere Geschichte. 9 Minuten hat er noch und vielleicht schafft das ja hier die Luxemburger Jungs, Maverick, Claude und Mike. Momentan also wieder P1 bis 3. Ist noch nicht ganz geregelt, aber P1 und 2 definitiv. Ja, auch Dave kann da gerade nicht so wirklich mitgehen, glaube ich, auf der 5 liegend. Also Stutze hat da jetzt mehr Antrieb hier. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe jetzt doch was gekriegt. Ah, jetzt ist aber die Kehle wieder nass. Meine Herren, wir haben uns noch 8 Minuten. Ey. Ich will hier mehr sehen. Verdammt nochmal. Boah, Stutze. Jetzt komm schon. Jetzt greif ihn dir. Nimm ihn. So richtig. Haha. Kann ich gleich wieder anders brüllen hier. Boah. Aber ihr seht, es reicht nicht. Der Mike kann da in gewissen Situationen, gerade hier in der Start- und Zielkurve, vor Start und Ziel,
kann er wieder die nötigen Meter sammeln für den Rest der Strecke. Also doch interessant hier, dass Stutze dann doch hier doch recht viel verliert zum Ende hin. Er kann sich daran kämpfen, Spezi jetzt nochmal in der Box. Jody Coco übrigens wieder auf der 7. Oder kann er sich P6 sichern hier? Jody Coco jetzt wieder auf P6, geht er über Start und Ziel. Scheint also P6 für ihn heute wieder das Maximum der Dinge zu sein. Oh, ja, 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 ja. Und komm, 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 ja! Bumm! herrlich für die, die es nicht gesehen haben. Nochmal für euch. Gehört dazu auf Big Willow. Aber er hat sich Mühe gegeben, nicht so weit zu fliegen. Jupp. Sehr schön. Also auch das funktioniert noch. Danke, Jody Coco. Aber jetzt wieder auf P7. Heckschaden, Aufhängungsschaden hinten. Ich bringe ihn um. Oh Gott. Aber es ist Racing. Es passiert halt auch da mal. Und ich glaube, bis jetzt war es der einzige Unfall, den wir jetzt so eingefangen haben. Also Maverick hier 5 Minuten gleich noch vor dem Sieg. Und Claude auf P2. Ja, leider, Sarah. Aber es gehört dazu. Es gehört einfach mal dazu. Und Jody Coco wird jetzt sicherlich nicht sich freuen, aber das ist Racing, das gehört dazu, das passiert halt einfach. Und da war er einfach zu forsch und dann hat sein GTI hier einfach, ja, weggetrieben. Und der Stutze versucht weiterhin hier Mike unter Druck zu setzen. Also die Luxemburger Crew muss man jetzt einfach so hinnehmen. Warum, wieso, müssen wir nachher mal klären. Da müssen wir mal im Discord fragen, warum hier gerade Dave jetzt hier so weit zurückgefallen ist. Eigentlich hätte er vor Mike bleiben können müssen. Und Stutze auch er hier, also das scheint von der Boxenstrategie doch hier ein Problem gegeben zu haben. Und dann hat sich der Mike dann das ganze Ding dann über die Boxenstrategie wieder geholt. Ja, Auto ist leicht kaputt, da hast du vollkommen recht, Jody Coco war auch schon drin. Jawohl, hat sich abgefütigt hier, abspeisen lassen, hat jetzt noch ein bisschen sich hier die wieder zurückgerundeten wieder hier vorbeigelassen. Ist jetzt also auf der 8. Fahrzeug ist hinten wieder ganz, Heck und Aufhängungsschaden hinten war und muss da reparieren lassen und jetzt also dann in dem Fall auf der 8 und Raymond ist noch vorbeigegangen. Somit hat Raymond jetzt wieder mehr Punkte. Du wirst ihm dann einen vorwurfsvollen Blick zuwerfen. Das möchte ich bitte als Foto. Och Mann, alles passiert, es gehört dazu. Wir wollen doch alle auch Spaß haben, aber klar geht es darum, die möchten hier die maximale Performance abliefern, aber alles noch gut gegangen. Ja, und bisher können wir uns ja überhaupt nicht beklagen. Alles wirklich sauberes Racing und vor allen Dingen gutes Racing, was wir hier erleben dürfen. Natürlich, die RB-Jungs sind auf einer anderen Welle gerade unterwegs hier, muss man einfach mal so sagen. Ja, die Welle ist etwas anders hier für die RB-Jungs. Ja, und Mike kann hier im Moment, wie gesagt, den P3 halten. Also die Luxemburger wollen maximale Ausbeute hier. Ja, aber Stutze hier lässt sich also nicht entmutigen. Er bleibt immer noch in Schlagdistanz. Aber so richtig rankommen ist dann wieder doch das andere Problem. Solche Holder, die ist grantig. Oh Gott. Da möchte ich jetzt nicht Jody Coco sein. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich im Hintergrund jetzt zu Hause auch. Ah, nein! Pum! Jody Coco wird da auch richtig geflucht haben, glaube ich. Ja, und The First Donkey Phoenix Dave hier. Ja. Irgendwie ist die Luft raus oder was ist los hier? Eine Sekunde hier fehlen ihm. Ja, spielt sie also auf der 6 jetzt. Raymond auf der 7, Jody Coco auf der 8. Stoker Ace geht auf die 9 und 10. ist Alois und German Nightmare hier hinten auf der 11, wie gesagt, unterwegs. 40 Sekunden fehlen ihm da dem Anschluss zu Alois hier. Aber auch er fährt hier seine Pace und da kommt schon der Nächste, der überrunden möchte. Aber hier um P3, P4 wissen wir noch nicht so ganz, was wirklich gleich passiert hier. Aber generell bisher wieder ein sauberes, faires und gutes Rennen. Bevor wir uns in 2 Wochen dann in Italien wiederfinden. Nämlich auf Monza. Hochgeschwindigkeitskurs hier mit den GTI Super Sprint Jungs hier. Alter, das wird schon heftig.
Da werden sie wohl richtig ballern. Aber ich glaube, jetzt haben sie sich doch mit den Positionen abgefunden hier. Bleibt bei einer Sekunde und Mike kann das auch halten hier. Ich hatte eigentlich erst gedacht, Mike hier kann es nicht halten. Ja, mit der Bulettenschikane. Oh Mann, da triffst du mich aber auch mit. Also wenn es keine Buletten gibt, wenn meine Frau mir keine Buletten macht, na denn, das ist dann also schon grausam. Also, pff, das ist grausam. Also, das kannst du nicht bei Jolly Coco bringen. Die hat sich doch angestrengt. Das geht nicht. Du kannst keine Bulettenblockade machen. Oh mein Gott. Der arme Junge. Das geht ja wohl nicht. So, gucken wir noch mal aufs Zeitentablett. So kurz vorm Ende. 2:10 haben wir noch. Ob sich da noch mal was tut. Ja, persönlich beste Zeit hier für Alois hier auf Sektor 2. Ja, da ist er momentan im grünen Bereich hier unterwegs. Ja, für ihn selber also ein Zugewinn. Aber noch ist es nicht ganz durch hier. Maverick nähert sich jetzt gleich. Ja, würde ich fast sagen, dann der letzten Runde. Mal gucken, wo er jetzt ist. Noch ein bisschen hat er noch. So, das heißt, jetzt haben wir noch 1:35. Uff, da könnte es sogar noch eine werden. Mal sehen, wie schnell er ist. Oder ob er sich jetzt hier auslaufen lässt hier. 1:25 haben wir noch Rennzeit. 50 Runden haben wir abgeleistet. Wären es jetzt also 50 oder 51 Runden? Sonst, das kann dir doch nicht egal sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Also, P1, Maverick, 2, Cloud. Mike auf der 3. Stutze kann hier nicht mehr genug Druck ausüben. Die Reifen werden auch nachlassen. Und somit werden wir uns hier jetzt auf den Führenden stürzen. Nämlich Maverick, der also ein Startzielsieg zum zweiten hier durchdonnert. Ah, diese RB-Jungs aus Luxemburg. Na, guck mal an, du. Hätte doch keiner gedacht hier vorm Start des Blechstube Cups, dass die hier gerade so im Flow sind und das Ding hier so reißen. Und das ist ja schon wirklich derbe Deklassierung gerade hier. 1:09.494, auch schnellste Rennrunde. Ah, da kommt noch eine Runde, meine Damen und Herren. Eine wird es noch geben. So, das heißt also, Maverick macht sich jetzt auf die letzte Minute 10 grob. Also der Junge fährt's nach Hause. Claude wird wohl in die zweiten Position gleich ernten. Mike kann 3 hier halten. Erst sah es gar nicht so aus, dass er sich hier also wirklich schwer tut. Aber jetzt doch P3 durch die Boxenstrategie. Stutze, ja, wer hätte es gedacht, vor Dave hier. Der von The First Donkey, also die The First Donkey und Hafensänger Racing, wird es nochmal einen Clinch geben da nachher? Wissen wir nicht. Das werden wir dann am Freitag sehen, wenn wir dann wieder bei der NSL zu Gast sind. So, Rayman ist jetzt schon durch. Rayman, Jolly Coco hat sein Rennen beendet und wir gehen trotzdem auf Maverick. Die letzte Runde gehört natürlich ihm. Platz 3, Mike auch durch, logischerweise. Das heißt also, Claude ist noch auf der Strecke, Spezi ist noch auf der Strecke. Und jetzt geht's also wieder, die Jungs wollen wieder Doppelpack hier durch. Wolf, der wartet hier richtig. So, die letzten Meter für Maverick hier. So, da kommt nochmal Rückrundung von Spezi ist das hier, der auf der 6 liegt. Wird wahrscheinlich auf seinen Teamkollegen warten wollen, wird aber nicht ganz hinhauen hier. Mal gucken. Da kommt er. Warten wir mal ab. Das war MKS gerade. Na, wo ist er, der Claude? Da hinten kommt er gerade um die Kurve. Also die Jungs wollen beide hier über Start und Ziel donnern. So, da kommen sie beide. So, herzlichen Glückwunsch für das RB-Team, die Luxemburger Jungs hier. P1 bis 3 und jetzt hier Maverick und Claude kommen jetzt hier schön langsam über die Ziellinie. Glückwunsch an beide hier. Wunderbar. Es war wieder ein Genuss. Wir sind wieder durch, meine Damen und Herren. Und wir haben ein wieder super sauberes Rennen ohne irgendwelche, ja, Fights gesehen, die unsauber waren. Genial. Vielen Dank. Wahnsinn, was wir da wieder gesehen haben. Und hier also jetzt Maverick sein Sieg hier im GTS-Segment. Wahnsinn, puh, geschafft, schreibt Schrucker ist. Ja, auf jeden Fall war es wieder eine ordentliche Hausnummer. Geile Sache, was wir hier erleben durften. Wunderbar.
Und das bedeutet, wir sind schon wieder, Sonnchen, wir sind schon wieder, ey, wir sind schon wieder durch mit der ganzen Geschichte. Das kann doch alles nicht wahr sein. Kann doch alles nicht Warzenschwein. Ja, da sind wir schon wieder durch. Tja, das war der Sonntagvormittag, Frühshoppen beendet. Krabbel ist logischerweise Montag wieder dabei. Assetto Corsa Competizione steht an. Und das heißt, wir sind dann bei der MAM unterwegs. Und am Donnerstag, nee, Donnerstag nicht, am Freitag sind wir bei der NSL. Und dann haben wir diesmal wieder eine ruhige Woche hier zur Arbeitswoche. Mein Gott, auf jeden Fall vielen Dank, dass er da war. Vielen Dank, dass er mit an Bord war. Also ihr habt es wieder gesehen hier. Die Luxemburger Jungs haben wieder richtig angefeuert hier. Hat wieder alles gepasst. Ja, und der Krabbel sagt danke. Ich wünsche euch noch jetzt hier guten Mittag und macht euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Chillt noch ein bisschen, habt Spaß miteinander. Und wenn ihr Bock habt, beziehungsweise wenn ihr wissen wollt, was Krabbel so als nächstes macht mit seiner Playstube, ja, dann kommt bei mir auf den Discord. Wenn ihr hier unten bei Twitch in die Info geht, könnt ihr direkt drauf springen, beziehungsweise Facebook, Instagram, selbst TikTok habe ich, aber da habe ich noch nicht viel gemacht. Und dann kriegt ihr mit, was los ist. Also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, Soka S braucht erstmal ein Bier hier, schöne Sache. Ja, und das heißt, schönen Sonntag miteinander. Krabbel sagt Tschüss, bye bye und macht noch sein Endprogramm. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder. Vielen Dank, macht's gut. Tschüssi. Seven songs.